Das Wort hat Herr Dr. Blömke als Bevollmächtigter der Kanzlei Örksleben, Klön und Wöhlert. Nun, wir haben nach zweijähriger Ermittlungsarbeit eine Aktenlage, die geeignet ist, die Veröffentlichung weiterer Tonträger in der Angelegenheit Stenkelfeld im Wege einer strafbewährten Unterlassungsklage zu stoppen. Wir sind in der Lage, dem Gericht aussagefähiges Beweismaterial zu präsentieren, welches unter anderem folgende Tatbestände hinreichend verifiziert: Herabwürdigung einer öffentlichen sanitären Einrichtung, Waldfriedensbruch in Tateinheit mit Verleumdung einer Yachtgesellschaft, Wehrkraftzersetzung in Verbindung mit dem Aufruf zum Missbrauch von Kriegsgerät, Verstoß gegen das Geheimnis von Sinn und Zweck des Bankengewerbes, Verunglimpfung der Straßenverkehrszulassungsordnung sowie Geschäftsschädigung in mehreren Fällen. Als Nebenkläger treten hier auf die Firma Förzke Heimwerkerbedarf, die Geschenkboutique Killefit und der Kurierdienst Pöppelmann Pedanoblitz. Wir legen der Kammer hiermit die Beweisstücke 2 bis 25 zur Begutachtung vor. Es handelt sich um Audiomaterial, das aus frei zugänglichen Hörfunkveröffentlichungen mitgeschnitten wurde und geeignet ist, die gesamte Gemeinde in ihrem wirtschaftlichen und kulturellen Ansehen öffentlich herabzusetzen. Na, Herr Öldrup, geht's denn schon ein bisschen besser jetzt? Sonst nehmen Sie sich noch ein paar Drucker vor und dann ab auf den Schießstand. Ärger mit moderner Computertechnik muss man in Stenkelfeld nicht mehr in sich hineinfressen, standen dem PC-Anwender nach Totalabstürzen oder Dateiverlusten nur der Weinkrampf, das stumme Gebet oder der gute alte Gasbackofen zur Verfügung, so bietet das neu eingerichtete Wutcenter im Anbau 2 der Jürgen-Koppelin-Bildungsstätte dem frustrierten Computernutzer die Möglichkeit, seiner Verzweiflung angemessenen Ausdruck zu verleihen. Neben mir Institutsleiter Friedhelm Pötter. Herr Pötter, kurz gefragt, welche Problemlösung bieten Sie an? Nun, im großen Bereich Textverarbeitung bieten wir hier in unserer Hammerkammer die Möglichkeit, quasi am Gerät selbst Rache zu nehmen. Mhm. Dazu dienen uns hier einige ausgemusterte Rechner und Monitore, an denen man seinen Unmut denn äußern kann. Und davon wird hier vor unseren Augen auch gerade Gebrauch gemacht? Ja, hier am 20-Kilo-Hammer, das ist der bekannte Schriftsteller Ludwig Öldrup, der in vierjähriger Kleinarbeit seinen historischen Heimatroman Das große Buchseböcken in der Rössnitzer Senke am Computer geschrieben hat. Aha. Zum Schluss wollte er das Ganze mal ausdrucken und nun sagt ihm das System: schwere Ausnahmefehler im Laufwerk C, Pfad- und Dateinamen unbekannt, sämtliche gespeicherten Daten gehen verloren. Oh, ja. Da war er denn gleich mit einem Kälberstrick los zur Kanalbrücke, aber wir konnten ihn noch gerade rechtzeitig abfangen und jetzt hat er sich doch schon ein bisschen Luft verschafft, Herr Öldruppen. Neben allerlei bissfesten Tischkanten für Ungereimtheiten unter Windows 95, einer schalldichten Gummizelle für den glücklosen Macintosh-User sowie einem Set schwerer Baseballschläger für verschiedenste Druckerprobleme sehe ich hier eine durchnässte, lebensgroße Puppe mit Brandspuren und Würgemalen. Nun, es handelt sich hierbei um eine originalgetreue Nachbildung des Microsoft-Konzernchefs Bill Gates, die man hier wahlweise erhängen, ertränken oder verbrennen kann. Ja. Da hat sich gestern der Herr Ulrich vom Architektenbüro Wittmann dran zu schaffen gemacht. Ne? Mhm. Ihm ist nach Abschluss aller Berechnungen und Zeichnungen für das neue Kreiskrankenhaus mit der Software MS Static Pro 5.0 vom Computer eine allgemeine Schutzverletzung der Grafikkarte vorgeworfen worden. Ja. Danach waren auf dem Monitor nur noch kleine gelbe Bälle zu sehen, ne? Und eben der Hinweis, sich mit diesem Problem an den Hersteller zu wenden. Und das hat der Herr Ulrich denn ja auch gemacht. Das sehen Sie hier ja. Ja, werfen wir zum Schluss einen Blick auf den Schießstand einer weitläufigen 50-Meter-Anlage, auf der reger Andrang herrscht. Herr Pötter, was hat es nun damit auf sich? Ja, hier geht es um gezielte Vergeltungsmaßnahmen für Enttäuschungen mit Hardware- und Peripheriegeräten, beziehungsweise deren Kompatibilität. Ja. In diesem Bereich kommen großkalibrige Faustfeuerwaffen zum Einsatz. Hinten haben wir diese schönen Großfotos vom gesamten IBM-Vorstand und da kann man denn mal draufhalten. Mal draufhalten. Naja, neue Problemlösungen in der Computertechnik und damit aus dem Wutcenter der Jürgen-Koppelin-Bildungsstätte zurück ins Funkhaus. Na, Herr Krökel, wieder Last mit dem Modem.
Mittwoch, 9. Februar, 19.02 Uhr. Zur festlichen Damenprunksitzung der Karnevalsgesellschaft MV Grün-Weiß Teutonia finden sich in der Mehrzweckhalle der Dörfergemeinschaftsschule Stenkelfeld-Sottrup die ersten Gäste ein. 20.11 Uhr. Der viel zu leise Eröffnungstusch der Viermannkapelle Das Dingo-Sextett geht im Saalgemurmel unter. Kurz zuvor hatte Hausmeister Gnöttgen der Kombo jeglichen Gebrauch von Verstärkeranlagen sowie das Aufstellen von größeren Lautsprecherboxen unter Hinweis auf die frisch geleimten Bühnenränder barsch verboten. Ein Fehler, der sich noch rächen sollte. 20.13 Uhr. Sitzungspräsident Carsten Bölter wünscht in seiner Begrüßungsrede den ca. 600 anwesenden Damen zwischen 40 und 65 eine stimmungsvolle Weiberfasnacht, ohne, so Bölter wörtlich, ohne die vielerorts üblichen Anzüglichkeiten und Plattheiten unterhalb der Gürtellinie. Teile der Ansprache werden leider von den 10 Mitgliedern des Damenkegelclubs He Wackelt übertönt, die nach dem hastigen Genuss von 1,5 Flaschen Eckes Kirschlikör mit rotglühenden Gesichtern Ausziehen, Ausziehen skandieren. 20.45 Uhr. Bürgermeister Oelgemöllers Büttenrede endet im Eklat, als er sich schon nach wenigen Minuten zu einer Tätlichkeit gegen den Schlagzeuger des Dingo-Sextetts hinreißen lässt. Oelgemöller wird der Polizei später zu Protokoll geben, die Kapelle habe ihm in provokanter Weise mehrfach den vorher vereinbarten Pointentusch verweigert. Den Ausschlag gab die völlige Teilnahmslosigkeit der Band im Anschluss an Oelgemöllers witzigste Manuskriptzeile: Eine Cola nach dem Tanz hebt die Stimmung und den Schwung. 20.51 Uhr. Eine genau gezielte und scharf geworfene Untertasse aus Reihe 8 zwingt den Gaststar Jodelmax aus Altötting in gebückter Haltung zurück in die Garderobe. Selbst seine dicke Lederhose konnte die Wucht des Aufpralls ins Zentrum seiner Männlichkeit nicht entscheidend abmildern. Das Männerballett der Freiwilligen Feuerwehr kann darum seine Striptease-Show deutlich früher beginnen. 20.55 Uhr. Das Dingo-Sextett droht mit dem sofortigen Abbruch des Auftritts, nachdem durchgesickert ist, dass der verbotenerweise auf dem Schulhof geparkte Kleintransporter der Band auf Anordnung des Hausmeisters kostenpflichtig abgeschleppt wurde. In der aufbrandenden Empörung verhallen die Rufe nach einem Notarzt für Sitzungspräsident Bölter, der vom Verschlusshaken eines schwarzen Stretch-BHs unglücklich am Auge getroffen wurde. Der Kreis der Verdächtigen verengt sich rasch auf die teilweise entblößten Mitglieder des Damenkegelclubs He Wackelt, die nach 3 weiteren Flaschen Eckes Kirschlikör außer Rand und Band geraten sind. 21.15 Uhr. Weite Teile der Festgesellschaft veranstalten eine Treibjagd auf Hausmeister Gnöttgen. Dieser hatte zuvor den Auftritt der Tanzgarde des VfR Stenkelfeld unter Hinweis auf das frisch versiegelte Parkett strikt untersagt. Gnöttgen ist nunmehr fest entschlossen, der Veranstaltung durch rigoroses Abschalten der Stromversorgung ein Ende zu machen. Die Funkenstrecke des Sicherungskastens im Heizungskeller trifft die Gasleitung an ihrer empfindlichsten Stelle. 21.17 Uhr. Die Dörfergemeinschaftsschule Stenkelfeld-Sottrup ist nicht mehr. Durch die rauchenden Trümmer der Mehrzweckhalle irren verstörte Menschen. Menschen wie du und ich, die sich nur mal zur Fastnacht vergnügen wollten. Hallo! Was? Diese Fülle, der schreibt ja gar nicht richtig. Nein, nein, das sind Taschenlampen. Die Geschenkboutique Killefit ist für viele Verzweifelte die letzte Anlaufstelle, um quasi noch in letzter Minute die Blamage zu verhindern, zum Geburtstag, zum Jubiläum oder zu Weihnachten ohne originelles Präsent dazustehen. Und das muss wirklich nicht sein, angesichts voller Regale, in denen es von lustigen wie nützlichen Aufmerksamkeiten nur so wimmelt. Besonders apart hier zum Beispiel ein Feuerlöscher als Badethermometer oder auch eine Zapfsäule, die als Sparschwein dient. Nein, die Schweine sind alles Aschenbecher. Ja, und da hörten Sie auch schon die Stimme von Geschäftsführer Dieter Bölkendorf, der uns jetzt einmal durch sein Sortiment an Geschenkartikeln führen wird. Herr Bölkendorf, Schnapsflaschen als Feuerzeuge, Anspitze als Klorollen oder aber Füllfederhalter in Form von Blecheimern. Was sind denn die Verkaufsrenner bei Ihnen? Also im Moment ganz klar die Steingutkatzen als Schirmstände und natürlich immer die Cocktailschäker in Form eines Briefkastens. Nun sehe ich aber auch Briefkästen als Anspitze. Nein, das sind überwiegend Spardosen. Die es auch in Gestalt von Zapfsäulen gibt. Oder eben als Feuerzeuge in Form von Briefbeschwerer. Ja, aber stellen sich nicht gerade die Briefbeschwerer, wenn man sie benutzen will, als Feuerlöscher heraus? Nein.
Was Sie meinen, sind die Feuerzeuge als Anspitzer oder als Klorolle. So. Die Briefbeschwerer sind die Porzellanaffen und die Schirmständer. Aber im Vorgespräch sagten Sie mir doch, die Porzellanaffen seien Aschenbecher. Was ich gesagt habe, war, dass alle Schweine Aschenbecher sind. So. Aber das heißt noch lange nicht, dass alle Aschenbecher Schweine sind. Hm. Das können auch die Kloschüsseln sein, wenn das nicht Anspitzer sind, also jetzt in Form von Feuerlöschern. Oder eben Blumenvasen. Nein. Blumenvasen haben wir nur als Schnapsflaschen oder Briefkästen. Herr Böckendorf, kann man denn generell sagen, dass es keine Schnapsflaschen als Spardosen oder Aschenbecher gibt? Was Sie meinen, sind Notizzettelblocks in Form von Porzellanaffen. Die Anspitzer sind Feuerlöscher. Jetzt weichen Sie aber aus. Vorhin waren die Zapfsäulen noch Anspitzer. Ja, genau. Aber eben in Form von Briefkästen als Klorolle. Die sind nur als Briefbeschwerer Anspitzer. Die Klorollen? Nein, die Briefkästen. Die Feuerlöscher. Mein Gott, jetzt bringen Sie mich schon ganz durcheinander hier. Dann lassen wir das mal so stehen, Herr Böckendorf. Wohin geht denn nun der neueste Trend? Ja, also die Wünsche unserer Kundschaft werden immer ausgefallener, nicht? Immer extremer. Der letzte Schrei, damit kommen wir jetzt zum Weihnachtsgeschäft ganz groß raus, ist eine Lampe in Form einer Lampe. Und jetzt kommt sie. Oha, ausgefallene Geschenke in letzter Minute. Hier in der Geschenkboutique Killefit gibt's für jeden etwas und damit zurück ins Funkhaus. Die Kunstgalerie Stenkelfeld präsentiert 100 Meisterwerke. Heute die Bahnhofstoilette. U-Bahnhof Maximilian-Universität München, 1997. 7 Meter mal 4,50 Meter, räumlicher Realismus, gekachelt. Ach, ich schaff's vielleicht doch noch bis nach Hause. Diese gleichsam autosuggestive Beschwörung eines Großunternehmers aus dem Niederrheinischen sagt eigentlich schon alles über die eindringliche Botschaft, die uns die Münchner Verkehrsbetriebe durch diese Installation mit auf den Weg geben. Und es ist ein beschwerlicher Weg, den ein Besucher noch selten trockenen Fußes bis ans Ende ging. Denn da sind die blassgelben Pfützen vergorenen Urins, die der unebene, graue Boden aus stumpfen, geborstenen Fliesen mit tückischen Tiefen versieht, gleich gefährlichen Prielen in der Wattenlandschaft vor Saint-Malo bei ablaufender Flut. Das fahle Neonlicht der letzten intakten Leuchtstoffröhre flackert mit letzter Kraft auf die Tümpel scheinbar zielloser Erleichterung, um sich widerwillig darin zu spiegeln, wie die müde Novembersonne im zerklüfteten Moränensumpf tundrischer Auen. Die halb geöffnete Tür einer Einzelzelle verlockt uns zum Blick auf eine der WC-Schüsseln. Reich verziert mit den Protokollen manch turbulenter Notsitzung und zum Bersten gefüllt, wie der Giftbecher des Sokrates vor dem todbringenden Schluck, lässt sie unsere großen Bedürfnisse kleiner und kleiner werden. Eindrucksvoll gerät an diesem Detail die Bilanz der Münchner Verkehrsbetriebe. Die Zeit der großen Geschäfte ist vorbei. Aha. Wir haben verstanden, glauben den Code entschlüsselt zu haben, denken an Umkehr, doch halt! Durch überreizte Sinne noch dringt das, was die Gestaltungskraft des Werkes potenziert. Die gewaltige Wirkung des Geruchs, eine bislang vernachlässigte Ausdrucksform künstlerischen Schaffens, entführt unsere Fantasie in eine fremdartige, geheimnisvolle Welt. Was stand Pate bei der Kreation dieser Düfte? War es ein von der Sonnenglut gemarterter, luftdichter Ziegenstall in den tropischen Tälern Sumatras? War es die Sargkammer des Abtes von Mosaga in den Gewölben der Missionskapelle zu Romagnon? Oder doch nur der Innenhof der Eiweiß- und Fettverwertung Osnabrück-Icker? In den üppigen Wandmalereien suchen wir nach einer Antwort. B-Boy jeden Donnerstag ab 10 Uhr. Tritt näher, er ist kürzer als du denkst. Oder auch: Siehst du die Gräber dort im Schnee, das waren die Raucher von HB. Statt auf Klarheit stoßen wir auf immer neue Rätsel. Die Skrupel der Münchner Verkehrsbetriebe, Zeugen des Jahrhunderts mit schalem Pinselstrich zu eliminieren, lassen uns immerhin ein Indiz, welches erlaubt, die Frühphase der Werkentstehung zu datieren. Amis raus aus Vietnam. Die Bahnhofstoilette will den alten Menschheitskonflikt zwischen Müssen und Wollen, zwischen Drang und Verzicht jedem Einzelnen von uns erfahrbar machen. Und dieser teuflische Plan gelingt. Und das ist allemal jene 5 Groschen wert,
die man am Ende der Besichtigung jenem weißbekittelten, verdörrten Männchen zuwirft, das gleich dem Gralshüter vor den Gemächern des Hämorrhoid von Rizinos aus erloschenen gelben Augen den An- und Abtritt misstrauisch verfolgt. Das stetige Klingen der Münzen auf einer gesprungenen Untertasse lässt ahnen, bis nach Hause ist es noch weit. Die Wiedereingliederung verhaltensauffälliger Kinder ist die Aufgabe der Martin-Semmelrogge-Stiftung hier in Stenkelfeld. An der Spitze eines speziell ausgebildeten Teams von Psychodiplom-Päderasten steht Sozialpathologe Giselherr Kromschröder. Herr Kromschröder, wo fehlt's denn bei Ihren Schützlingen? Nun, die Kinder, die wir hier betreuen, drohen in ein Randgruppendasein gedrängt zu werden. Nicht wahr? Das heißt, hier fehlt jede Kohärenz im Sinne einer Gruppenbindung zu Altersgenossen. Das hat bleibende Schäden zur Folge, die wir hier verhindern wollen. Aha, ja, also Herr Kromschröder, auf mich machen die Kleinen hier eher einen braven, ja, ausgeglichenen Eindruck. Ja, das ist richtig. Und genau da setzen wir an. Nehmen Sie zum Beispiel hier den kleinen Markus, 7 Jahre alt, der schon rein äußerlich durch eine gewisse Protesthaltung auffällt. Mhm. Er kommt regelmäßig in einfarbigen, eng sitzenden Sweatshirts ohne Aufdruck zum Unterricht. Und da greifen Sie ein? Ja nun, wir wollen die individuelle Entwicklung ja nicht unterdrücken. Ach so. Nur mal so ein ganz normales Kleidungsstück für so einen Jungen. XXL, schön bunt, mit so einem kleinen Hinweis drauf. Atlanta High School Funny Sun Summer Camp Baseball Team, go for it. Um ihn für seine Mitschüler wenigstens schon mal ansprechbar zu machen. Ja, nun wird sich bei den Kindern aber nicht jedes Kontaktproblem über die Bekleidung lösen lassen. Ja, das ist richtig. Nehmen Sie hier mal so einen Jungen wie den Dennis Alfred Kötter. Äußerlich alles in Ordnung. Offene Basketballschuhe mit Airpump-Funktion, Baseball-Cappy mit Schirm schräg nach hinten, Böllerbüchsen knielang. Aber dieses Kind neigt eben dazu, den ganzen Vormittag in der Schule zu hocken, anstatt sich den Klassenkameraden bei Karstadt in der Computerabteilung anzuschließen. Die Folge: Der Bengel ist bei Nintendo gerade mal im 2. Level, schafft im Astro Blaster knapp 4 UFOs und wird bei Police Quest in 12 Sekunden 4-mal erschossen. Ja, worauf führen Sie diese Defizite zurück? Ja nun, der Dennis kommt aus zerrütteten Familienverhältnissen. Nicht? Da wird stundenlang Dreisat und Arte geguckt, der Vater spielt Schach, die Mutter betreibt hinterm Haus einen Komposthaufen, dann sind da Bücher in der Wohnung und alles. Nicht? Ja, da sind wir dann ja schon froh, ihn wenigstens mal für ein paar Stunden aus diesem Milieu herauszuholen. Wie gelingt es Ihnen denn aber nun, diese Kinder zu motivieren? Ja, also Vorbilder sind alles. Und darum haben wir uns für morgen mal den Sascha Harthölter eingeladen, ne? 12 Jahre alt. Der erscheint hier ganz adrett in so einem Jürgen-Klinsmann-Trikot. Der Junge ertastet und benennt 44 Markenjeans und 21 verschiedene Turnschuhfabrikate mit verbundenen Augen, rezitiert aus dem Gedächtnis die Lebensgeschichte von Michael Jackson, obwohl er nicht lesen kann, und ist in der Lage, sämtliche Menüs der laufenden McDonald's-Aktionswoche am Geschmack zu unterscheiden. Und jetzt kommen Sie. Alle Achtung, es geht voran hier in der Martin-Semmelrogge-Stiftung zur Wiedereingliederung verhaltensauffälliger Kinder und damit zurück ins Funkhaus. Ja, also da sollten Sie mal lieber mal mit Krawatte hingehen, sonst bleiben Sie ewig Reporter. So, dann noch mal ganz weit aufmachen und schön A sagen, Zunge rausstrecken. Oh, oh, ja, das wird nichts. Nein, so, nächster. Die Zauberflöte steht heute auf dem Spielplan hier im Horst-Frank-Theater zu Stenkelfeld. Es herrscht reger Andrang, trotzdem fällt für viele Opernfreunde der Schlussvorhang bereits zwischen Garderobe und Logenaufgang. Hier nämlich steht das mobile Diagnosezentrum von Medizinalrat Dr. Böfkemper, dem renommierten Hals-Nasen-Ohrenarzt. Herr Dr. Böfkemper, was hat es mit dieser Einrichtung auf sich? Nun, wir suchen hier sehr gezielt nach pneumonalen Insuffizienzen. Ja, das heißt genau... Das bedeutet einfach ausgedrückt nach spezifischen katarrhischen Sekretionsspasmen. Aha, im Bereich Oper und klassisches Drama grassiert der Coffus aspix oder der Coffus laryngitis auch in seiner versteckten leptoralen Form. Wie wirken sich diese Befunde beim typischen Theaterbesucher denn aus? Ja nun, es handelt sich hier um Krankheitsbilder, die im Alltag ohne erkennbare Symptome bleiben. Ach so. Nicht? Das heißt, die Betroffenen leben völlig beschwerdefrei bis zu dem Moment, wo sie in einem Theatersessel Platz nehmen und das Licht ausgeht. Mhm. Und dann geht urplötzlich dieses Geräusper, Geniese, Geschnaube, Gehuste und Geröchel los. Und da muss man dann eben vorher mal genau hingucken, wen man hier reinlässt und wen nicht. Woran kann man denn nun den potenziellen Störenfried im Vorfeld erkennen?
Also oft reicht schon die einfache Taschenkontrolle. Wenn ich denn schon sehe, Nasentropfen, M-Eukal und Vic Blau, dann geht's gleich wieder nach Hause. Ne? Gestern hatten wir eine, die wollte mit einer Thermoskanne Fencheltee zu Figaros Hochzeit. Ne? Also da machst was mit hier. Neben mir zieht gerade ein Herr im Smoking etwas enttäuscht den Mantel wieder an und geht Richtung Ausgang. Ja, das ist der alte Hörgerin. Der versucht's immer wieder hier. Dieser Mann hat ein auffällig vergrößertes Gaumensegel, ein sogenannter Krawallschnarcher. Und in der Oper gilt, schlafen ja, das ist normal, aber bitte geräuschlos. Nun wäre es denkbar, dass nicht alle Opern- und Theaterfreunde so schnell und so exakt zu diagnostizieren sind und vielleicht doch mal der eine oder der andere durch die Kontrolle schlüpft? Gott ja, es gab da diesen Fall Hölter, das ist nun auch schon wieder 23 Jahre her. Nicht? Auf den ersten Blick ein kerngesunder Mann. Sichtkontrolle ohne Befund. Blutbild in Ordnung, Atemgeräusch unauffällig, Laborergebnisse samt und sonders negativ. Und dieser Mann setzt sich ins Parkett und verhustet den halben Rigoletto. Ja. Seitdem wird hier im Zweifelsfall nochmal geröntgt. Allmählich verlöschen die Saallichter über den drei Besuchern, die hier und heute Einlass gefunden haben. Die Zauberflöte kann beginnen und damit zurück ins Funkhaus. Na, Herr Dr. Böfkenberg. Nein, das ist nicht mein Gebiet. Christi Himmelfahrt heißt es heute wieder und das bereits zum 14. Mal im Landkreis Stenkelfeld. Exakt 40 Tage nach Ostern, so will es die Tradition dieses kirchlichen Feiertages, strömen die Menschen aus der gesamten Region ins Werner-Biskup-Stadion, um den neuen Champion in der Halbliterklasse zu ermitteln. In wenigen Minuten wird dort eingeschenkt, alles weitere von Rico Hörs vor Ort. Soeben hat das Schiedsgericht aus Vertretern der Landjugend, des Gaststättenverbandes und des Brauereigewerbes Platz genommen. Und es herrscht gespannte Erwartung hier in der schönen Arena am Stenkelfelder See, wo zu dieser Stunde am Himmelfahrtstage wohl kaum noch jemand nüchtern ist. Kann die Rekordmarke von 82 Halben aus dem Vorjahr übertroffen werden? Diese Frage beschäftigt hier seit Tagen die Öffentlichkeit. Zumal der Rekordhalter und überlegene Sieger der letzten Jahre, der Landwirt Alfred Die Pumpe Wilhelmi vom heimischen Club Delirium Stenkelfeld, heute nicht am Start ist. Er macht zurzeit eine Entziehungskur in der Schweiz. In diesem Moment kommen die Teilnehmer in die Arena. Bertram Holzbuke von Pilz 08 Osnabrück, Roland Hose von Humpen-Hildesheim und Knut Sawicki von der Saufgemeinschaft Siegen. Sie begeben sich an die Theke. Wir erwarten ein spannendes Rennen und damit zunächst zurück ins Studio. Mark 40 oder ich schalte meinen Anwalt ein. Wir sind heute live auf dem Ausstellungsgelände der Documenta in Kassel. Dazu gibt es einen erfreulichen Anlass. Einem Bürger aus dem Landkreis Stenkelfeld wurde soeben der mit 4.000 Mark dotierte große Förderpreis der Fachjury verliehen. 12 europäische Kunstprofessoren honorierten damit das Werk des Aktionsdesigners Friedrich Pörtenbrink aus Neu-Önkel. Soeben hat Herr Pörtenbrink das Podium sichtlich bewegt verlassen und steht jetzt neben mir. Zunächst mal Glückwunsch, Herr Pörtenbrink, und gleich die Frage, für welche Arbeit wurden Sie denn da genau ausgezeichnet? Also das war wohl eine ganz interessante Veranstaltung hier, aber weiter ist mir da nichts von bekannt. In der Begründung heißt es, ich darf das mal zitieren, das großflächige Arrangement von Herrn Pörtenbrink erreicht in einer einmaligen Kopplung von Form und Fiktion und durch die konsequente Farbgebung in Verbindung mit organischer Räumlichkeit einen Brückenschlag zwischen dem wagenburgartigen Lebenskampf frühamerikanischer Siedler und der urbanen Tristesse spätkapitalistischer Randgruppenextegration. Exkremente sind ja nun mein täglich Brot, das ist ja normal. Aber von dem Rest, was Sie da sagen, ist mir aber nichts bekannt. Aber was haben Sie denn nun gemacht, Herr Pörtenbrink? Wofür bekommen Sie den Preis? Ich habe da letzte Woche vereinbarungsgemäß 12 Toilettenwagen auf dem Gelände abgestellt und kriege vom Veranstalter jetzt abzüglich dieser 4.000 Mark immer noch 527 Mark 40. Wie immer an Christi Himmelfahrt gibt es auch diesmal wieder ein ganz, ganz enges Finale in der Halbliterklasse. Wir geben rüber zu Rico Hörs in die Schlussphase. Noch 30 Sekunden sind zu trinken. Die Zuschauer sind aus dem Häuschen. 86 halbe Liter habe ich bis jetzt bei Roland Hose gezählt. Dieser kleine, untersetzte Mann von Humpen-Hildesheim setzt noch einmal an.
87 und Schlusspfiff in diesem Moment. Die Konkurrenz ist weit abgeschlagen. Beim 41. Glas haute es den Osnabrücker Holzbuke von den Beinen und auch der gefürchtete Kampftrinker Knut Sawicki von der Saufgemeinschaft Siegen musste nach 60 Halben passen. Damit steht der Sieger fest. Roland Hose sinkt jetzt hier erschöpft zu Boden. Und da wird die offizielle Zahl bekannt gegeben. Es sind sogar 88 Halbe für Hose. Ja, wenn das keine Schnapszahl ist. Mit diesen Impressionen aus Stenkelfeld, wo an diesem Himmelfahrtstag wie überall im Lande viele Amateurtrinker unterwegs sind, die sich nach dem Motto "Dabei sein ist alles" mit 20 bis 30 Halben wacker schlagen, zurück ins Studio. Stolze 113 Millionen Mark hat sich die Gemeinde Stenkelfeld das neue Autobahnteilstück zwischen Höcklage und Schöppenwessel kosten lassen. Hier an einer Notrufsäule bei Kilometer 3 stehe ich mit zahlreichen Gemeindevertretern und Herbert Nölken-Böckhoff, dem Leiter des hiesigen Straßenverkehrsamtes. Herr Nölken-Böckhoff, was macht nun dieses Projekt so kostspielig? Ja, du! Es handelt sich um eine 4 Kilometer lange, 8-spurige Piste mit Überbreite an der gesamten Strecke Kiesbett und Fangzäune. Der Belag ist aus kaltgepresstem australischem Muschelkalkgranulat mit einer Abschlussdecke aus Tartansplit, wie wir es bisher nur aus dem Formel-1-Rennsport kennen. Mhm. Durch Aufschüttung konnten wir 5% Gefälle rausholen. Oha. Mit einer unterirdischen Heizspirale aus 16.000 Kilometern Silberdraht wird die Fahrbahn im Winter getaut und getrocknet. Also, da kann man mal auf den Pinsel treten. Seht ihr? Schon vor diesem Projekt klaffte aber doch im Gemeindehaushalt eine Deckungslücke von 200 Millionen Mark. Dazu kommt jetzt diese gewaltige Investition. Wie passt das zusammen? Nun, wir orientieren uns am Beispiel zahlreicher anderer Kommunen. Mhm. Eine derartige Verkehrsanbindung bezahlt sich schon kurzfristig von selbst und sichert langfristig Wachstum und Wohlstand für unsere Gemeinde. Ein Optimismus, der sich hier in allen Gesichtern widerspiegelt. Ja, mit Recht. Hier ist Tempo 30 und unsere neue Radarfalle in Form einer Notrufsäule wird von den Autofahrern erwartungsgemäß gut übersehen. Also, das wäre einmal Kaffee mit Doppeltmilch und Zucker. Dazu der Käsecracker. So, dann bräuchte ich nur noch eine Verdienstbescheinigung und zwei Bürgen. Nein. Der kleine Snack im Flughafenrestaurant gehört bundesweit zum Statussymbol des gut betuchten Passagiers, auch auf dem Matthias-Rust-Airport in Stenkelfeld. Denn Geschäftsführer Bernd Vöckenkamp ist es gelungen, das Preis-Leistungs-Verhältnis an internationale Standards anzupassen. Ja, guten Tag. Herr Vöckenkamp, soeben wurden wir Zeugen eines Abrechnungsvorgangs für einen Käsecracker und eine Tasse Kaffee. Mit Doppeltmilch und Zucker, nein. Mit Doppeltmilch und Zucker, dazu sind hier Verdienstbescheinigung und zwei Bürgen nötig. Warum das? Ja nun, also mit Wertpapieren und Übertragung von Grundeigentum haben wir in den letzten Jahren ganz schlechte Erfahrungen gemacht. So. Da sind wir oft genug auf einem Teil des Rechnungsbetrages sitzen geblieben. Herr Vöckenkamp, viele Besucher unterschätzen immer noch den Kapitalbedarf für einen Restaurantbesuch im Flughafen. Wem würden Sie denn generell von einer Bestellung abraten? In erster Linie Arbeitnehmern mit mittleren Einkommen ohne Erbschaftserwartung, wie auch Selbstständigen ohne hinreichende Liquidität. Mhm. Also diese Leute tun sich hier keinen Gefallen. Nicht, und trotzdem kommt es ja immer wieder vor, dass Fluggäste in der Euphorie einer Urlaubsreise ihre finanziellen Grenzen überschreiten. Ja, das kann im Einzelfall traurige Konsequenzen haben. Mhm. Letzte Woche hatten wir dieses Brautpaar aus Huckriede, sie noch mit Schleppe, er im Frack. Die wollten in die Flitterwochen nach Hawaii und haben dann hier vorm Abflug noch zwei Hagebuttentee bestellt. Oh. Jeder für sich noch mit einer eigenen Zitronenscheibe und alles. Ich habe die erst gestern wieder in der Innenstadt gesehen, nicht da vom Sozialamt auf ihrer Wolldecke. Also ich grüße die immer noch. Ja, gibt es denn für den übermütigen Gast überhaupt eine Möglichkeit, nach einer Bestellung, die vielleicht nur mal aus einer Laune heraus erfolgte, weiterhin ein normales Leben zu führen? Ja, durchaus. Ich nenne mal den Fall Stösslinger. Der Mann arbeitet seit 1993 bei uns als Buffethilfe.
Er wollte damals wohl so ein bisschen vor seiner neuen Freundin angeben und bestellt sich hier eine große Cola Light. Hui. Mit Eis. Oha. Ja nun, er gibt sich Mühe. Und wenn er so weitermacht, ist er vielleicht in 2-3 Jahren schuldenfrei. Schuldenfrei, ja. Und damit aus der Cafeteria hier im Matthias-Rust-Flughafen zurück ins Funkhaus. Wollen Sie nicht noch auf ein Stück Kuchen bleiben? Nein, nein, ich habe Familie. Radio Stenkelfeld präsentiert die CD der Woche. Heute widmen wir uns dem Leben und Werk des polnischen Hitfabrikanten Jimi Hendrix. Geboren als 4. Sohn tunesischer Waldarbeiter im Westen der Taiga, begann der kleine Jimmy schon im zarten Alter von 4 Jahren auf der Trompete seines Onkels Lieder von Maria Hellwig zu verfremden. Schnell kam er dann über die Trommel zur Zither. Nachdem der Schwiegervater seiner Mutter Ruth Leuwerig am Heiligen Abend 1912 dann den farbigen Rentner Quincy Jones mit einer Überdosis Mars Mandel vergiftete, geschah es. Hendrix erschien im Schlaf der Geist des verstorbenen Komponisten Ernst Neger, und fortan bildeten diese drei seine weltberühmte Band, das Burgenländer Quintett. Nach so manchem Charterfolg verfiel Hendrix dann im Spätherbst 1961 in ein Motivationsloch, aus dem später die Beatles entstanden. In dieser Woche erschien ein neues Hendrix-Album mit dem vielsagenden Titel »Hut ab, Mr. President«. Bei uns die CD der Woche und daraus jetzt ein kurzer Höreindruck. Die Graubündner Mazurka. Sind die Glieder schon steif, ist ja zu teilungsreif. Bist du gichtig und alt, ist das Häuschen bezahlt. Ist der Eins du im Sarg, brauchst du noch jede Mark. Drum zahl ein Dach für Dach in den Bausparvertrag. In den Bau, in den Bau, in den Bausparvertrag. Jawohl! Lieder zum Weltspartag klingen hier durch das Foyer der Stenkelfelder Volksgenossenbank von 1936. Und natürlich ist es kein anderer als Ralf Sögel, der beliebte Komponist volkstümlicher Stimmungsschlager, der die Menschen vor dem Geschäftskundenschalter 2 mit seiner Heimorgel in die rechte Einzahlstimmung bringen soll. Neben mir Vorstandsdirektor Dr. Bernward Öl-Vermöhlen. Weltspartag und Ralf Sögel, Herr Dr. Öl-Vermöhlen, wie geht das zusammen? Wichtig war uns für den heutigen Tag ein heiteres, lockeres Investitionsklima. Herr Sögel, einen Moment, ja? Dass bei den heutigen niedrigen Einlagerenditen im festverzinslichen Geschäft in der Tat zu einer... So, liebes Publikum, und jetzt mal alle unterhaken für den Zinsenwalzer. Herr Sögel, nun warten Sie doch eben. Ich sag Ihnen dann schon Bescheid. Nein. Herr Öl-Vermöhlen, wir waren bei den Einlagerenditen stehen geblieben. Und hier haben wir in der Tat durch Schwankungen im Außenhandelsvolumen eine Abwertungstendenz durch Mitnahmegewinne im Währungsverbund. Herr Sögel, bitte. Nein. Kassen und dein Chef hat dich entlassen. Deine Frau Herr ist Sögel. Ausgerissen und der Hund hat dich gebissen. Du hast trotzdem Grund zur Freude, denn es ist Weltspartag heute. Herr Sögel, wir hatten vereinbart, dass... Nein. Jawohl. Nein. Herr Sögel, ich bin jetzt doch ein bisschen enttäuscht von Ihnen. Nein. Was? Wenn Sie nicht hören wollen, dann bleibt die Orgel gleich ganz aus. Ja, Sie haben mich doch bestellt hier. Hallo, Freunde. Das Pfenniglied. Nein. Herr Sögel, halt. Wer den Pfennig nicht ehrt, hat den Schuss nicht gehört. Herr Sögel. Ist der Scheck nicht gedeckt, wird der Argwohn geweckt. Herr Dr. Öl-Vermöhlen, vielleicht noch eine Frage zum nachbörslichen Parketthandel. Wie muss sich der Anleger da im Einzelnen... So, Moment. Das unterbinde ich jetzt. Herr Sögel, Sie haben Pause, wenn ich ein Interview gebe. Nein, schalten wir jetzt hier mal ab. Finger weg! Kredithai! Ja, mit dir werde ich fertig, Schunkel August. Warte, Mann. So, der pass mal auf!
Alte, Schwache und die Kranken sind ein Opfer für die Banken. Jetzt, nein. Willst du selber mal was pumpen? Nehmen Sie dich aus die Lumpen. Keine Mark für dies Gesindel. Weltspartag ist nix an Schwindel. Keine Mark für dies Gesindel. Weltspartag ist nix an Schwindel. Jetzt ist Schluss. Nix an Schwindel ist das. Das muss ich mir nicht bieten lassen, Herr Sögel. Fass mich nicht an. Ich mache jetzt von meinem Hausrecht Gebrauch. Das versuch mal, du Geldsack. Lieder zum Weltspartag. So viel zunächst hier aus dem Foyer der Volksgenossenbank und damit zurück ins Funkhaus. Und nun bittet die Kriminalpolizei um ihre Mithilfe. Einer der ungelöstesten Fälle der letzten Jahrzehnte betrifft das unbekannte Schicksal der Ilse Jaworski aus Plöntrup. Neue Erkenntnisse haben die Kripo ermutigt, die rätselhaften Vorgänge noch einmal in die Öffentlichkeit zu tragen. Mittwoch, 16. November 1968, kurz nach 14 Uhr. Die Spielwarenfachverkäuferin Ilse Jaworski verlässt ihr Reihenhaus am Önkelstieg, um ihren Dienst im 14 Kilometer entfernten Vivomarkt anzutreten. Wie immer, wenn sie spät dran ist, benutzt Ilse Jaworski mit ihrem beigen Lieferwagen der Marke Hanomag Garant die Abkürzung über den Südteil des Nordfriedhofs. Hier verliert sich ihre Spur. 21 Jahre später, am 16. November 1989, verlässt ein vornehm gekleideter Herr mit einer weißen Plastiktüte betont unauffällig den Duty-Free-Shop des Flughafengebäudes im australischen Sydney. Von nun an überschlagen sich die Ereignisse. Wiederum zwei Jahre später, am 16. November 1991, bemerkt Vivomarktleiter Georg Averbeck das Verschwinden seiner Angestellten, ist aber zunächst noch arglos. Erst als ihm auf dem Heimweg auffällt, dass an der Stelle von Ilse Jaworskis Reihenhaus neuerdings eine Betonfabrik steht, schöpft er Verdacht. Noch in der gleichen Woche verständigt Averbeck die Polizei. Für die Beamten beginnt eine mühsame Kleinarbeit. Doch die Nachforschungen verlaufen zunächst im Sande. Im Sommer 93 kommt dann der Polizei der Zufall zu Hilfe. Beim Aufbruch eines Kondomautomaten im Kloster Maria Lacht hinterlassen die sorglosen Täter zwei Papiertaschentücher. Für die Sonderkommission Jaworski scheint der Fall gelöst. Doch eine Begebenheit am 1. Advent 96, es ist ein Sonntag, gibt dem Fall eine überraschende Wende. Am frühen Nachmittag beobachten Spaziergänger vor dem australischen Konsulat in Dresden spielende Kinder. In diesem Zusammenhang stellen sich für den Leiter der Einsatzgruppe Jaworski, Polizeimeister Günther Strohkamp, neue Fragen, die er jetzt an Sie, liebe Zuhörer, richten möchte. Ja, weil die Täter offenbar recht sorglos vorgingen, haben sie glücklicherweise eine Reihe verwertbarer Indizien hinterlassen. So wies der aufgebrochene Kondomautomat der Marke Clitorex Danzig deutliche Kratzspuren auf, die von einem Schraubenzieher herrühren könnten. Die beiden Taschentücher am Tatort könnten uns ebenfalls weiterbringen. Unsere Frage deshalb: Wer kennt eine oder mehrere Personen, die im fraglichen Zeitraum, also zwischen November 68 und Dezember 96, erkältet waren, beziehungsweise Schraubenzieher oder Schraubenzieher-ähnliche Gegenstände besitzen oder besessen haben? Des Weiteren suchen wir Zeugen, denen bis Mai 73 oder danach Reihenhäuser zweifelhafter Herkunft angeboten wurden. Ferner erhoffen wir uns Hinweise über den Verbleib dieser weißen Plastiktüte. Sachdienliche Hinweise bitte direkt an uns oder an eine Polizeidienststelle Ihres Vertrauens. Wir befinden uns hier an Bord des Eurofighters im Anflug auf den Teutoburger Wald und das überrascht jetzt doch ein wenig. Ursprünglich war als Einsatzgebiet ja die britische Insel vorgesehen. Frage an den Piloten, Hauptmann Jochen Bölter, warum die eigenmächtige Kursänderung? Ja, Sie haben das ja vielleicht vorhin selber mitgekriegt und hören jetzt auch hier noch diesen ganzen ausländischen Sprechfunkverkehr. Man versteht das nicht richtig. Dieses englische Schnellsprechen nicht und ich kenne auch das ganze Gelände da nicht. Und mit so einem schnellen Flugzeug, da muss man schon wissen, wo man ist und was da unten los ist. Nicht. Und wenn ich hier schon sehe, hier rechts, unten der alte Turm von der Johanneskirche,
daneben der Strothmannshof, nicht, dann weiß ich, da kommt dann gleich der Hagenberg und dann das Steckenfelder Tal und da wollen wir dann mal so ein bisschen runtergehen. Ich habe da sowieso noch ein paar Rechnungen offen. Würden Sie denn sagen, Herr Bölter, dass der Eurofighter 2000 den Anforderungen des neuen NATO-Konzeptes genügt? Der Vogel hier ist gut und teuer, nicht, der zieht was weg. Also passen Sie mal auf, jetzt gehe ich gleich hier mal runter. Dann gibt es so ein kleines Luftloch über der Gesamtschule. Die haben mich früher immer ausgelacht, ich käme nie zur Fliegerei, ne? Und dann weiß ich, der Gustav Bröhrmeier, der ist da hinten am Flügen. Der hat mir damals die Freundin ausgespannt. Dem werde ich gleich mal seinen kleinen speckigen Korthut von der Rübe blasen, ne? Ja, aber Herr Bölter, das können doch wohl nicht die neuen Feindbilder der NATO sein, die einen derartigen Milliardenaufwand rechtfertigen. Oh, nix. Also wenn er danach geht, da hätte ich Einsatzziele für 3 Wochen, ne? Hier hinter der Bergkuppe, da ist der TÜV-Heringsmoor. Die haben mir 4-mal die Plakette verweigert, nicht? Da könnte man auch mal so ein bisschen lüften. Denn da hinten ist der Gemüsegarten von unserer Oma. Da treiben sich Saatschädlinge rum, so Drosseln und Krähen. Die kann man im Tiefflug, nicht? Gehe ich denn mal mit dem Nachbrenner rüber, kann man die denn auch mal so ein bisschen zur Raison bringen da. Und was die wenigsten wissen, wir können hier mit modernstem Gerät millimetergenau arbeiten. Nicht? Hier drüben ist der Platz von Germania Struchtrupp, unserem Lokalrivalen, diese Schwindeltruppe, den knips ich dennoch gleich das Flutlicht aus. Wir haben es gehört, vielfältige Einsatzmöglichkeiten zeichnen den Eurofighter 2000 aus und damit zurück ins Funkhaus. Ja, kann ich Sie eben hinbringen? Nee, lassen Sie mal, ich nehme doch ein Taxi. Mach das wieder weg, komm! Gülleläschen! Der Singkreis des Landfrauenvereins Heringsmoor war nur einer von zahlreichen Vortragsgruppen und Einzelkünstlern, die wochenlang vergeblich versuchten, in das städtische Seniorenstift am Höcklager Industrieweg einzudringen. Dem inneren Drang, alten Menschen zur Weihnachtszeit eine Freude zu machen, stand immer wieder die kompromisslose Abwehrbereitschaft der Heiminsassen gegenüber, die es leid sind, als Publikum für Amateuraufführungen herhalten zu müssen. So jedenfalls erklärt es der 89-jährige Josef Röhrmöller als Sprecher des Ältestenrates. Ja, wir wollen hier vor Weihnachten einmal in Ruhe Kaffee trinken und nicht dauernd dies Gejiedel und Gefiedel an den Ohren haben. Und wenn das in Guten nicht geht, dann müssen wir Maßnahmen ergreifen. Maßnahmen, die sich am Anfang nur auf die hermetische Abriegelung des Gebäudekomplexes beschränkten. Röhrmöllers Erfahrungen als Infanterist 1943 im Kessel von Tscherkassy, als seine Kameraden in einer ähnlich verzweifelten Situation waren, kommen jetzt den Heimbewohnern zugute. Die wuchtigen Eichenmöbel vor den Außentüren, Stacheldrahtrollen vor den besonders gefährdeten Souterrainfenstern sowie verschweißte Sieldeckel im Kellerbereich reichten jedoch schon bald nicht mehr aus. Rund um die Uhr wurden Heimbewohner zum Wachdienst eingeteilt. Die Probleme sind praktisch Tag und Nacht, ne? Morgens fallen schon die Blagen von der Gesamtschule über uns her mit ihrem Flötenkreis. Die fiepen hier rum mit mach hoch die Tür und Klinklöckchen und alles falsch und durcheinander. Das ist nicht zu ertragen. In der Mittagsstunde haben wir denn meistens diese Trampeltänzer vom Trachtenverein Struchtrupp, ne? Die will keiner mehr sehen, aber mit uns kann man's ja machen. Besonders kritisch wird es am Abend, wenn die Aufmerksamkeit der alten Menschen nach einem langen Wachdienst zu erlahmen droht. Dann nämlich pirscht sich im Schutz der Dunkelheit der Jagdbläserchor Hubertus aus niedersten Breckelwede heran. Die Tröten hier, die Sau ist tot, wenn unser einen in Ruhe fernsehen will. Und da bin ich denn zum ersten Mal mit einem Schrotdrilling dazwischen gegangen, ne? Nicht minder gefürchtet ist unter den Senioren die Schöppenwessler Speldel mit ihrem niederdeutschen Schwank Krach um Jolante, die aber in diesem Jahr, wenn auch gegen ein empfindlich hohes Schweigegeld, wieder abzog. Doch nicht immer lassen sich die vorweihnachtlichen Besucher so unkompliziert abwehren. Der Shanty-Chor Ankomersil mit seinem Adventsrepertoire wie »Christus war ein Steuermann« oder »Wir lagen auf Kiel vor Bethlehem« ließ sich aus Hubschraubern auf das Flachdach des Speisesaals absetzen, in der vergeblichen Hoffnung, durch einen Lüftungsschacht zur besinnlichen Kaffeetafel vorzudringen. Nach 25 Jahren Heimerfahrung kennt Opa Röhrmöller inzwischen alle Tricks. Ja, wir hatten die Tage einen hier, der gab sich als Klempner aus und wollte nach einem Heizkörper gucken. Und ich denk noch, da ist doch was faul. Mach eine Taschenkontrolle und siehe da, kein Werkzeug und nix. Stattdessen diese elende Gedichtband, wie Nacht ob der Hallig. Damit wollte er uns hier den Abend versauen. Und jetzt kommt sie. Schlussendlich waren alle Anstrengungen der alten Leute umsonst. Am frühen Nachmittag des zweiten Advent hielt die Schweißnaht der Feuertür zum Barbituratlager dem karitativen Ansturm nicht mehr stand.
Die tapferen Bewohner des Seniorenstifts wurden von der vorweihnachtlichen Stimmung doch noch eingeholt. Gesamte Seniorenschaft vorrücken! Zwei Mann an der Ausgänge, vor der Tür bewachen! Wir sind wieder einmal zu Gast bei dem berühmten TV-Entertainer. Und da sage ich willkommen, liebe Gäste, in nah und fern. Wieder geht ein Jahr zu Ende und in den nächsten Stunden wollen wir für Sie einmal die Korken knallen lassen. Riesenstimmung und gute Laune sind garantiert. Wir stürzen uns kopfüber ins neue Jahr. Feiern Sie mit uns bis in den Morgen mit einer Gala der Stars und einem Lächeln, das von Herzen kommt. Herr Gillet, eine Sekunde noch. Wir sind, wie gesagt, im Hause von Jean-Jacques Gillet, der in seinem Schneidestudio gerade letzte Hand an seine große Fernseh-Silvester-Show legt. Herr Gillet, können Sie unseren Hörern denn schon verraten, wie die Sendung heißen wird? Ja, die Show läuft auf alle Programme gleichzeitig, aber die heißt natürlich überall anders. Mhm. Also in der ARD heißt es Stimmung und gute Laune zum Jahreswechsel, im ZDF nennt sich dasselbe Prosit Neujahr und N3, die wollten Hummel, Hummel, Moin, Moin. Und wie sieht's bei den Privaten aus? Naja, da muss schon ein bisschen offensiver werden. Sat.1 Balla Balla Ruckzuck, RTL Remi Demi Nonstop und Pro7 Halligalli Zack Zack. Zack Zack, aha. Und es handelt sich dabei wirklich immer um die gleiche Sendung? Na, es gibt schon einen Unterschied. Also bei den Öffentlich-Rechtlichen läuft um Mitternacht dieses Kirchengebimmel und bei den Privaten Fort aktuell oder irgendeine Zahnarztschlampe, was weiß ich denn. Noch vielleicht ein Wort zu den Künstlern, die Sie diesmal aufbieten? Ja, die habe ich nur einmal aufbieten müssen. Das war im April 76. Jakobs ist das Roberto Blanco, Medium TZ, Gottlieb Wenderhals und die Kessler-Zwillinge. Moment, Sie wollen sagen, dass diese Show seit 20 Jahren unverändert gesendet wird? Ja, seit 22 Jahren, du Blitzmerker. Das raffen doch die Leute nicht. Echt? Wer sitzt denn Silvester am Fernsehen? Einsame Tatterkreise und Volltrottel. Die wissen nicht mal, was sie gestern gesehen haben. Glaubst du, die beschweren sich? Nein. Wenn das in Farbe kommt und ein paar Luftballonen und Konfettis fliegen, hat dieses Quotenvieh doch genug erlebt. Ja, was sind denn Ihre ganz persönlichen Wünsche zum Jahreswechsel? Sind wir auf Sendung? Wir sind live drauf. Ich wünsche mir für die ganze Erde Frieden und dass alle Menschen glücklich sind. Dass das Miteinander wieder im Vordergrund steht. Dass wir wieder mehr Wärme und Herzlichkeit entwickeln und es nicht immer nur ums Geld geht. Besonders in meinem Beruf, in den Medien überhaupt, wünsche ich mir mehr Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Das Niveau ist entscheidend und nicht die Einschaltquoten. Und mit diesem bewegenden Appell von Jean-Jacques Gillet geben wir zurück ins Funkhaus. Sind wir immer noch auf Sendung? Nein, nein. Dann verpiss dich, du Arschgesicht. Montag, 4. Juli. Schon um 7.58 Uhr trifft der Lagerist Erwin B. in der Kraftfahrzeugzulassungsstelle Stenkelfeld Nord ein, wo der Schalterbetrieb um 9 Uhr beginnt. Seine Pünktlichkeit wird nicht belohnt. 262 Mitbürger waren schneller. 9:06 Uhr. Durch das Spalier der schwitzenden Warteschlange, Sitzplätze gibt es nur 16, bahnt sich Amtsinspektor Alfred Köppel mit eisiger Miene seinen Weg zur Öffnung der Büroräume. Der seit 5:30 wartende Nummer 3 der Warteschlange raunt Köppel nach einem flüchtigen Blick auf dessen Dokumente noch ein nachsichtiges Nutzfahrzeuge nachmittags zu und verschwindet in seinem Büro. 9:28 Uhr. Aufruf des Antragstellers Nummer 1, der auf dem Gelände übernachtet hatte. 9:29 Uhr. Antragsteller Nummer 1 verlässt als gebrochener Mann den Amtsraum. Die Zündschlüssel für sein Fahrzeug werden später zusammen mit einem Abschiedsbrief und einer ungültigen ASU-Bescheinigung am Ufer des Stenkelfelder Sees gefunden. 11:38 Uhr. Der maschinelle Stempel auf Erwin B.'s Versicherungsdoppelkarte wird von Amtsinspektor Köppel als mögliche Fälschung moniert. Beim Versuch, unanfechtbaren Ersatz zu beschaffen, wird Erwin B. auf dem Weg zur Versicherungsagentur wegen überhöhter Geschwindigkeit in einem nicht zugelassenen Fahrzeug vorläufig festgenommen. Donnerstag, 7. Juli. Nach einer unruhigen Nacht vor dem Hauptportal des Landratsamtes, in der Erwin B. immerhin auf Platz 15 vorstoßen konnte, sickert durch, dass donnerstags neuerdings nur noch Krafträder bis 500 Kubikzentimeter sowie landwirtschaftliche Zugmaschinen mit ungeradem Baujahr bearbeitet werden. Freitag, 8. Juli. Gegen 12:07 Uhr gelingt Erwin B. überraschend der Vorstoß an den Schreibtisch von Amtsinspektor Köppel.
Der vorherige Antragsteller musste das Zulassungsverfahren für seine fabrikneue Borgward Isabella nach 40 Jahren vorzeitig abbrechen, weil Neuwagen ohne Katalysator nicht mehr zugelassen werden. Da die Antragsfrist werktags um 12 Uhr endet, kommt es nur noch zu einer mürrischen Begrüßung zwischen Erwin B. und Köppel und dem Verweis auf die Bürozeiten der nächsten Woche. Erwin B. beschließt, diesmal allen anderen Antragstellern zuvorzukommen. Montag, 11. Juli. Nach einem tristen Wochenende im engen Garderobenschrank der Amtsräume hat Erwin B. an Start Nummer 1 kein Glück. Der bestens ausgeruhte Amtsinspektor erkennt auf einen Blick die nachlässige Entgratung der Bohrlöcher auf den alten Nummernschildern sowie das teilweise unleserliche Datum auf der Abmeldebescheinigung. Zu allem Unglück fällt Köppel über eine gravierende Unregelmäßigkeit in den Antragsdokumenten. Erwin B.'s kürzlicher Umzug vom Önkelstieg 31 nach 31b gehe aus dem letzten ASU-Bericht nicht hervor. Aus einer menschlichen Regung heraus verzichtet Köppel zwar auf Strafverfolgung dieser Tatbestände, muss den Antrag natürlich dennoch ablehnen. Dienstag, 11. Juli, 7.17 Uhr. Amtsleiter Köppel lehnt unter Hinweis auf das fehlende polizeiliche Führungszeugnis des Vorbesitzers sowie die verjährte Unbedenklichkeitsbescheinigung für die selbstklebende Parkmünzbox den gesamten Zulassungsantrag erneut ab. 7.31 Uhr. Drei entsicherte Eierhandgranaten mit gültiger NATO-Prüfplakette rollen vom Hauptportal kommend mit hohlem Geräusch durch den sorgsam gebohnerten Flur der Kraftfahrzeugzulassungsstelle. 4 Sekunden später erschüttert eine gewaltige Detonation den historischen Marktplatz. 7.54 Uhr. Das Landratsamt Stenkelfeld ist nicht mehr. Aus rauchenden Trümmern befreien sich verwirrte Menschen ohne Hoffnung. Antragsteller wie du und ich, die nur mal ein Kraftfahrzeug anmelden wollten. So, Sascha, jetzt das volle Tempo aufnehmen und dabei immer seitlich schön ausbrechen. Links, rechts, links, ja. Bürgersteigbreite voll ausnutzen. Nicht zur Seite gucken. Den Kinderwagen enger passieren. Jetzt die Oma wegklingeln. Und nicht ausweichen. Auge nach vorne. Da haben wir es wieder. Mehr Tempo für Fahrradkuriere ist das Ziel eines Lehrgangs des Zentralverbands Deutscher Kurierdienst e.V. Rund um die Jan-Ulrich-Gedenkstätte hat Übungsleiter Eckhard Oeltig einen anspruchsvollen Parcours abgesteckt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um einen engen Bürgersteig, also dem üblichen Hauptverkehrsweg für den eiligen Radler. Herr Oeltig, es sind die Profis der einschlägigen Kurierdienste, die zu Ihnen geschickt werden. Welche Fehler gilt es auszumerzen? Ja, Sie haben es ja gerade selber gesehen. Ja. Der Sascha Hörgerin guckt sich nach einem harmlosen Rempler völlig unnötig nochmal nach der Fußgängerin um. Bei Tempo 65 kommt man da fast zwangsläufig von der Ideallinie weg. Und dann reicht normalerweise ein geparktes Auto oder wie hier so ein Bauschuttcontainer. Guck, da hängt er jetzt drauf. Ne? Selber schuld, sag ich mal. Und das kostet natürlich wertvolle Sekunden bei der Zustellung. Sicher nicht der einzige Fehler, der den Fahrradkurier im Alltag Zeit kostet. Das ist richtig. Besonders schwierig wird es erfahrungsgemäß mit den Aushilfskräften vom Kurierdienst Pöppelmann Pedaloblitz, wo sich Anfängerfehler festgesetzt haben, also das glauben Sie nicht. Da wird teilweise auf der Straße oder sogar auf dem Radweg gefahren, dann halten manche bei Rot, sehen die Abkürzung über Friedhöfe und Kinderspielplätze nicht und. Also Leute, die für 6 Kilometer gut und gerne 2 Minuten brauchen, nicht? Und damit das ganze Kurierwesen lächerlich machen. Nun sagt ja aber die Straßenverkehrsordnung im Paragraph 1 ganz klar. Ja, warte mal. Tobias, da gibt's nichts zu bremsen. Ein Hund ist eine Sache. Wann lernt ihr das? Guck, für jeden Pinscher gehen die hier in die Eisen, nicht? Gestern wollte er vorm Linksabbiegen schon wieder den Arm rausnehmen, wie unsere Oma beim Pfingstausflug, nicht? Zum Verzweifeln ist das. Wie reagiert denn nun die Bevölkerung auf den Fahrstil ihrer Absolventen? Ja, meistens zu spät. Kaum hat einer mal einen Krückstock in der Hand oder ist schwanger, glauben die gleich, sie wären unter Naturschutz und könnten auf dem Bürgersteig spazieren gehen, ne? Ja, das soll's von hier gewesen sein. Mehr Tempo für Fahrradkuriere und damit... Oh, endlich mal, Markus! Aber jetzt schnell wieder auspendeln, nicht passiert, nicht umgucken und nächstes Mal den Ellbogen noch früher raus. Montag, 7. Oktober. Schönster Altweibersommer. Noch einmal Menschen in T-Shirt und Sandalen in den Straßencafés und Biergärten. Bisher keine besonderen Vorkommnisse in der Innenstadt. Dann plötzlich um 10.47 Uhr kommt der Befehl von Aldi-Geschäftsführer Erich B.
5 Paletten Lebkuchen und Spekulatius in den Eingangsbereich. Von nun an überschlagen sich die Ereignisse. Zunächst reagiert SK-Geschäftsführer Martin O. eher halbherzig mit einem erweiterten Kerzensortiment und Marzipankartoffeln an der Kasse. 15.07 Uhr. Edeka-Marktleiter Wilhelm T. hat die Mittagspause genutzt und operiert nunmehr mit Lametta und Tannengrün in der Wurstauslage. 16.02 Uhr. Die Filialen von Penny und Irkauf bekommen Kenntnis von der Offensive, können aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht gegenhalten und fordern ein Weihnachtsstillstandsabkommen bis zum 10. Oktober. Die Gespräche bleiben ohne Ergebnis. Dienstag, 8. Oktober, 7.30 Uhr. Im Eingangsbereich von Karstadt bezieht überraschend ein Esel mit Rentierschlitten Stellung, während zwei Weihnachtsmänner vom studentischen Nikolausdienst vorbeihastende Schulkinder zu ihren Weihnachtswünschen verhören. Zeitgleich erstrahlt die Kaufhausfassade im gleißenden Schein von 260.000 Elektrokerzen. Die geschockte Konkurrenz kann zunächst nur ohnmächtig zuschauen. Immerhin haben jetzt auch Spar, Coop und SK den Ernst der Lage erkannt. Mittwoch, 9. Oktober, 9 Uhr. Edeka setzt Krippenfiguren ins Gemüse. 9.12 Uhr. SK kontert mit massivem Einsatz von Rauschgoldengeln im Tiefkühlregal. 10.05 Uhr. Bei Irkauf verirren sich Dutzende Kunden in einem Wald von Weihnachtsbäumen. 12 Uhr. Neue Dienstanweisung bei Coop. An der Käsetheke wird mit sofortiger Wirkung ein frohes Fest gewünscht. Der Sparmarkt kündigt für den Nachmittag Vergeltungsmaßnahmen an. Donnerstag, 10. Oktober, 7 Uhr. Karstadt schaufelt Kunstschnee in die Schaufenster. 8 Uhr. In einer eilig einberufenen Krisenversammlung fordert der aufgebrachte Penny-Geschäftsführer Walter T. von seinen Mitarbeitern lautstark Weihnachten bis zum Äußersten und verfügt den pausenlosen Einsatz der von der Konkurrenz gefürchteten CD Weihnachten mit Mireille Mathieu über Deckenlautsprecher. Der Nachmittag bleibt ansonsten ruhig. Freitag, 11. Oktober, 8 Uhr. Anwohner der Ladenstraße versuchen mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung, die nun auch vom Sparmarkt angedrohte Musikoffensive Heiligabend mit den Flippers zu stoppen. 9.14 Uhr. Ein Aldi-Sattelschlepper mit Pfeffernüssen rammt den Posaunenchor Adveniat, der gerade vor Karstadt zum großen Weihnachtsoratorium ansetzen wollte. 9.30 Uhr. Aldi dementiert. Es habe sich bei der Ladung nicht um Pfeffernüsse, sondern um Christbaumkugeln gehandelt. Sonnabend, 12. Oktober. Die Fronten verhärten sich, die Strategien werden zunehmend aggressiver. 10.37 Uhr. Auf einem Polizeirevier meldet sich die Diabetikerin Anna K. und gibt zu Protokoll, sie sei soeben auf dem Coop-Parkplatz zum Verzehr von Glühwein und Christstollen gezwungen worden. Die Beamten sind ratlos. 12 Uhr. Seit gut einer halben Stunde beschießen Karstadt, Edeka und Coop die Fußgängerzone mit Schneekanonen. Das Ordnungsamt mahnt die Räum- und Streupflicht an. Umsonst. 14.30 Uhr. Teile der Innenstadt sind unpassierbar. Eine Hubschrauberstaffel des Bundesgrenzschutzes beginnt mit der Bergung von Eingeschlossenen. Menschen wie du und ich, die nur mal in der schönen Herbstsonne bummeln wollten. Vor circa 20 Minuten hat hier im Förtzke Baumarkt am Schmöllerdamm ein offenbar geistig verwirrter Kunde das Personal mit einer Axt bedroht und Teile der Ladeneinrichtung verwüstet. Im Moment sind hier die Aufräumungsarbeiten im Gange. Neben mir Marktleiter Hermann Förtzke. Herr Förtzke, wie hat sich das abgespielt? Ja, der kam hier an dem Blech- und Eisentresen an und fragt mich nach einem Reduzierstück 149 auf 125 für ein Ofenrohr. Oha, ja. Ich sag erstmal gar nichts und warte ab, ob er da selber drauf kommt, was für ein Quatsch er da machen will. Mhm. Und da kriegt er schon diesen fahrigen Blick. Und hat anschließend ihr Geschäft demoliert. Nee, er rückt denn erstmal damit raus, dass er sich einen teuren Kaminofen aus dem Versandhaus bestellt hat und den jetzt nicht anschließen kann, nicht, weil das Loch in der Wand zu klein ist oder das Rohr zu dick oder was weiß ich. Ja. Und ich frag ihn doch ganz höflich, na, dann wollen Sie jetzt den Rauchabzug verengen, was? Hm. Ja, nimm mal zu und viel Spaß mit dem Schornsteinfeger. Und da wollte er denn schon auf mich los. Ja, aber wo war denn nun der ganz konkrete Anlass für den Amoklauf Ihres Kunden? Ja, das ist mir völlig rätselhaft. Ja. Ich habe ihm sogar noch den Tipp gegeben, er soll dabei gehen und zwei verzinkte Drehkrümmer durchschmeißen, mit dem U-Profil anflanschen und dann könnte er ja einfach mit so einem halbzölligen Überwurf die Führung bündig vor der Abdeckmanschette löten. Nicht? Klar. Aber nicht, dass er denn morgen bei mir angejammert kommt, weil er mit der ganzen aufgesteppten Durchführung in den Kaminquerschnitt gekommen ist und ihm der Schamottmörtel auf den Teppich bröckelt, nicht? Ja, genau. Man kann also sagen, ein ganz normales Beratungsgespräch, wie es in Baumärkten gang und gäbe ist. Ja, genau. Ich habe ihn sogar noch darauf hingewiesen, was ich gar nicht müsste,
dass die Rußklappe dann hinter dem Krümmer falsch abkantet. Oh ja, ja. Es sei denn, er nimmt stattdessen eine 40er Niroschelle in V2A und setzt die Passstifte vor der Lüftungsschnalze in eine Parallelnut. Aber dafür braucht man natürlich einen 18er Gussdeckel. Und der wird nicht mehr hergestellt. Mhm. Und da hat er denn zur Axt gegriffen. Und damit konnte natürlich niemand rechnen. Ja, und ich versuche den Mann noch zu beruhigen und sag ihm, der schmeißt den ganzen Vogel doch lieber auf den Schrott. Das lohnt doch alles nicht. Und dann ging das Theater los. Ne? Das sehen Sie hier ja. Das war ein Verrückter. Mysteriöser Amoklauf im Förzge Baumarkt und damit zurück ins Funkhaus. Die Kunstgalerie Stenkelfeld präsentiert 100 Meisterwerke. Heute die Strecke. Jagd- und Hegering Klöntrup auf der Waldlichtung Schmöllerkoppel 1974. Schwarz-Weiß-Fotografie, 29,5 x 21 cm, vergilbt. Heili, heilo, gar lustig ist die Jägerei all hier auf grüner Heid. Wer möchte nicht einstimmen in den fröhlichen Männerchor angesichts des Kunstwerks, das wir heute einmal näher betrachten wollen? Auf den ersten flüchtigen Blick zeigt uns das Bild nichts weiter als 8 schwer bewaffnete Männer vor einer streng geometrischen Anordnung unzähliger Tierkadaver. Aha, schließen wir etwas voreilig. Eine respektable Analogie zum berühmten Bildnis von der Hinrichtung arabeskischer Bauern durch die Söldner des Sultans von Kamos in der Festung zu Abu Fayd. Doch wir täten dem Jagd- und Hegering Klöntrup bitter Unrecht, würden wir es bei diesem oberflächlichen Vergleich belassen. Denn hier geben sich Heiterkeit und Heldenmut die Hand. Im Vordergrund die Strecke der aufsässigen Kreaturen, die noch bis zuletzt durch Aufflattern, Verkriechen und Hakenschlagen den Federhandschuh hinwarfen, um sich verantwortungsbewusster Wildhege zu widersetzen. Da ist der witzige Hirsch ohne Kopf in der Bildmitte, den der erlauchte Baron von Höndritz-Gneisen Aug in Aug mit einem aufgesetzten Schuss zwischen die Lichter über die Vorherrschaft im Walde belehrte. Da ist der drollige Fasan ohne Federkleid, den der edle Beringer Rüde Bolfo von der Stecknitz geschlagene anderthalb Stunden bei lebendigem Leibe durchschüttelte, bevor ihm sein Herr und Gebieter, Amtsrat Böllinger, ein strenges Apporté kommandieren konnte. Auf der Schwarte einer trächtigen Bache entdecken wir das bizarre Muster einer Schrotgarbe, eine Arbeit des Chemiefabrikanten Höfelbernd. Unwillkürlich erinnert es uns an eine Filigranstickerei auf dem Mundtuch Ludwigs III. Oder an den ausgefüllten Systemschein 6/49 vor dem großen Gewinn. Das anmutige Spiel kleiner Schaumbläschen aus Blut und Speichel in den halb geöffneten Mäulern dreier ulkig verrenkter Rehkitze verdanken wir einer entschlossenen Vergeltungsmaßnahme des Fuhrunternehmers Oettinger, der dieses ästhetische Arrangement dem Treiben seiner untreuen Gattin widmete. Die Strecke zeigt uns in mitreißender Beschwingtheit das dichotomische Credo allen Menschseins im Verhältnis zur Natur, leben und sterben lassen. Die Riege der aufrechten Weidmänner im Hintergrund ist's zufrieden. Und wenn wir einmal ganz genau hinschauen, glauben wir sogar jene Tropfen der Erleichterung zu erkennen, die den furchtlosen Hütern des Waldes noch durch derben Loden ins Beinkleid drangen. In freudiger Erwartung einer Lage eiskalten Jagdbitters entlassen sie uns nunmehr mit der wohlverstandenen Botschaft. Gar lustig ist die Jägerei, all hier auf grüner Heid. Von Sie her kommend, jetzt ein 31 Meter Kaminkreuzer des Typs Aquanaut Royal. Dieser 3,5 Millionen Mark teure Werftbau ist eine Handarbeit aus Monte Carlo. Das gesamte Oberschiff besteht aus einem buntgewalzten Teakholzlaminat. Die Innenausstattung ist komplett aus Rosenholz mit Giraffenlederblenden und Beschlägen aus Florida-Titan. Der Eigner ist Herr Röwe, Sachbearbeiter beim hiesigen Bauordnungsamt, Abteilung Antragsbewilligung, der sich diese schicke Yacht praktisch vom Munde abgespart hat. Kompliment! Auf dem Sonnendeck, da oben ohne, das sollen wohl seine drei Nichten sein. Oder wollen wir sagen, das könnten sie sein, ne? Die
Frau ist ja zur Kur. Allzeit gute Fahrt, Bert Röver. Die Schiffsbegrüßungsanlage hier an der Kanalschleuse zum Stenkelfelder See bietet nach den großen Vorbildern in Hamburg und Kiel die Attraktion der Uferterrasse des Gasthofs Knollmeier. An den Sommerwochenenden sorgt Gustav Knöttgen für maritime Stimmung und bietet Informationen über die ein- und auslaufenden Schiffe. Herr Knöttgen, seitdem diese Einrichtung besteht, haben sich die Besucherzahlen hier auf der Terrasse vervierfacht. Der Andrang wird immer stärker. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg? Ja nun, ich glaube, es liegt daran, dass ich hier für maritime Stimmung sorge und Informationen über die ein- und auslaufenden Schiffe biete. Ach so, ja, hat denn dabei... Warte mal, da kommt wieder einer. Oh ja. Kanal einwärts passiert uns jetzt die Kajütjolle Zimbo 3. Das Boot ist aus dritter Hand und wurde 1953 in der Kombinatswerft Freizeitkraft Wismar aus einem Stück Thermoplast gebogen. Eichner ist jetzt Norbert Mötztaler, das heißt, wenn er dann abbezahlt hat, ne? Er war ja Pächter von Schmöller Imbiss. Das lief nicht so richtig, dann ist er abgebrannt. Die Versicherung zahlt nichts, weil die da irgendwie Brandbeschleuniger gefunden haben. Sein Schwiegervater säuft. Da hat er so Lastmittel. Und sein Sohn aus erster Ehe, der soll ja mal einen Tod gefahren haben. Auf Zebrastreifen in Ungarn, ne? Da zahlt er jetzt noch dran, ne? Ja, wen der da nun an Bord hat, kann ich so nicht sagen. Also seine Frau ist das nicht. Die kann ja nach der schweren Operation gar nicht mehr aus dem Bett, ne? Die beiden Töchter kümmern sich überhaupt nicht mehr um ihn. Eine hat Türken geheiratet und die andere soll in Sauerland auf den Strich gehen. Also, er hat es nicht einfach. Ahoi, Zimbo 3. Herr Knöttgen, ich sagte bereits, dass der Publikumszuspruch hier auf der Uferterrasse ständig zunimmt. Würden Sie sich das auch als ganz persönlichen Erfolg zuschreiben? Ja nun, die Menschen haben nun mal dieses Interesse an Seefahrt und maritime Zusammenhänge, nicht? Und wenn man sich so wie ich ein bisschen mit dem Schiffsverkehr auskennt, dann kommt das an. Und da sehe ich schon wieder ein interessantes Schiff von Backbord heranrauschen, eine schneeweiße Canossa 38 unter vollen Segeln. Tja, ich würde sagen, Ihr Einsatz, Herr Knöttgen. Ja, nee, ich sehe schon, das ist das Schiff von Professor Dr. Sütke. Der hat letzte Woche nach dem Ärztemann besoffen vom Balkon gepinkelt. Also wenn der hier durchfährt, dann fresse ich einen Besen. Und in der Tat, in diesem Moment setzt die schnittige Yacht zum Wendemanöver an und mit diesem schönen Bild zurück ins Funkhaus. Gespannte Erwartung herrscht hier am Spiegelteleskop der Frauke-Ludowig-Sternwarte auf dem großen Drängberg. In wenigen Minuten soll sich nach den Berechnungen des Astrophysikers Dr. Bröhrmeier ein reizvolles Naturschauspiel ereignen. Herr Dr. Bröhrmeier, so viel haben Sie mir schon verraten. Wir bekommen seltenen Besuch aus dem Weltraum. Ja, es handelt sich dabei um den Kometen Bölkmöller 3 mit einem Durchmesser von 30.000 Kilometern. Benannt nach seinem Entdecker, dem Kirchenmusiker August Bölkmöller. Nach unseren Beobachtungen nähert sich dieser Himmelskörper der Erde alle 14 Millionen Jahre bis auf 7 Meter. Oha. Und wird mit bloßem Auge sehr gut zu erkennen sein. Kometen, Herr Dr. Bröhrmeier, sind ja von alters her durch eine Vielzahl seltsamer Phänomene begleitet. Seit der Annäherung von Bölkmöller 3 werden von BMW-Fahrern auf der Autobahn mysteriöse Sicherheitsabstände eingehalten. Radarfallen stehen plötzlich an Unfallschwerpunkten. Das ist richtig. Gerade im Bereich Straßenverkehr zeigen sich rätselhafte Auswirkungen besonders deutlich. Ne? Mhm. So wurde ein an der dänischen Grenze beginnendes LKW-Überholmanöver bereits vor dem Elbtunnel abgeschlossen. Fahrradkuriere bremsen in der Fußgängerzone. An der A1 wurde am ersten Tag der Schulferien auf eine neue Großbaustelle verzichtet und. Ganz allgemein kann man sagen, kommt die Bevölkerung hier seit Wochen aus dem Staunen nicht heraus. So soll die Bundesbahn neuerdings ein durchschaubares Tarifsystem anbieten. Etwas Ähnliches plant ja die Telekom. Versicherungen erwägen Zahlungen im Schadensfall. Und nicht zu vergessen unser Einwohnermeldeamt, wo man als Antragsteller nicht mehr ganz so persönlich gehasst wird. Auf dem Postamt sind seit heute Morgen 2 Schalter gleichzeitig geöffnet. Sehen Sie, und ich könnte Ihnen von einem IKEA-Kleiderschrank erzählen, bei dem die Rückwand auf Anhieb gepasst hat. Nein. Und alle Schrauben dabei waren. Gibt's ja nicht, Herr Dr. Bröhrmeier. Den letzten Beweis für die Ankunft des Kometen lieferte uns Wissenschaftlern der Schlagerkomponist Ralf Siegel, der bereits in der nationalen Vorausscheidung zum Grand Prix Eurovision ausschied,
ein deutliches Indiz dafür, dass die Naturgesetze ganz oder teilweise außer Kraft gesetzt sind. Rätselhafte Vorgänge begleiten den Kometen Bölkmöller 3, der auf die Erde zurast und damit zurück ins Funkhaus. Und dafür bleiben nach meinen Berechnungen noch rund 2,7 Sekunden. Nein. Die Dinge wollen Sie braten. Hier kommen Sie wieder, die Heftzwecke. Soll ich danach in die Reifenspur wieder weghaken? Sind Sie das dann da mit dem Funkwagen auf der Busspur? Empörend!